Ja, hallo Jena. Zum Ende der Woche am Freitag, wie üblich, die kurze Wochenbotschaft. Heute mit drei Themen. Das erste ist ein Doppelthema. Wir biegen in Sachen Wachstumsbeschluss, also Strategiebeschluss für Wachstum und Investitionen und auch mit dem Beschluss zum städtischen Haushalt in die Zielgerade. Das heißt, nächste Woche Mittwoch werden wir im Stadtrat dazu jeweils die Beschlüsse fassen. Zur Wachstumsvorlage glaube ich sagen zu können, dass nach den Beratungen im Stadtentwicklungsausschuss am Donnerstag, ich war zwar selbst nicht dabei, habe mir aber berichten lassen, dass sehr danach aussieht, dass das am Ende mit breiter Mehrheit beschlossen werden wird. Da gibt es viele, viele Änderungsanträge aus den Fraktionen. Viele davon werden wahrscheinlich direkt übernommen werden können. Das sieht alles nach einem sehr, sehr guten Ergebnis aus. Und das freut mich ganz besonders, nachdem wir letzte Woche ja auch das Forum Jena wächst hatten, in dem auch die Zivilgesellschaft und die Multiplikatoren der Stadt sich nochmal auf diesen Kurs festgelegt haben. Der Haushaltsbeschluss wird ebenfalls sehr wahrscheinlich mit breiter Mehrheit beschlossen werden, denke ich. Wir werden den Weg gehen zur Konsolidierung des Haushaltes oder zum Ausgleich des Haushaltes, der darauf setzt, dass wir etwas risikoreicher planen. Das kurz zur Erläuterung, wie das zusammenhängt. Wir hätten den Weg gehen können, dass man von den Großinvestitionen, die wir vor der Brust haben, Stadion, Schwimmhalle, Bibliotheksneubau mit Bürgerservice, da weniger machen, Dinge hinten anstellen oder bleiben lassen. Das wollen wir aber nicht. Wir als Verwaltung schlagen vor, dass natürlich alle diese drei Projekte realisiert werden sollen. Ein anderer Weg kann sein, und das wollen wir teilweise tun, dass man im Verwaltungsbereich bei den Sachkosten etwas hinschaut, wo da noch Einsparpotenzial ist. Das wollen wir tun. Man könnte genauso schauen, im freiwilligen Bereich Leistungen anzufassen und da zu reduzieren. Das wollen wir nicht vorschlagen. Und der dritte Weg, und das ist das Eigentliche, was zum Ausgleich des Haushalts führen soll, ist, dass wir etwas risikoreicher planen. Das muss man kurz erklären. Das ist in der Vergangenheit immer so gehandhabt worden, dass in den frühen Planungsphasen der Haushaltsplanung in den Fachbereichen abgefragt wird, wie sind denn so die Bedarfe. Dann wird prognostiziert, wie sich die Dinge weiterentwickeln werden, positiv, negativ. Und dann ist als jeweils sehr vorsichtiger Kaufmann für jeden kleinen Einzeltopf im Haushalt einzeln versucht worden, sicherzustellen, dass der nicht aus dem Ruder läuft. Damit hatte man die Gewähr, dass zu 90% Wahrscheinlichkeit mit dem Haushalt nichts passiert, nichts schief geht. Das ist aber am Ende gar nicht immer nötig, denn es werden ja sehr wahrscheinlich niemals alle diese kleinen Töpfe gleichzeitig ins Minus laufen. Es sind ja nicht überall in allen Bereichen plötzlich fürchterlich negative Entwicklungen zu erwarten. Deswegen kann man schon auf den Effekt setzen, dass sich die Töpfe gegenseitig auch ein bisschen ausgleichen. Und das hat einen sehr großen Hebel, allerdings nur rechnerisch. Da stecken mehrere Millionen Effekt drin, nur rechnerisch. Aber genau das genügt auch, um die wenigen Jahre zu überbrücken, in denen wir darauf warten, dass dann das Wachstum einsetzt, das wir durch den Strategiebeschluss ja auslösen wollen. Und dann hätten wir auf Einnahmeseite mehr und damit wäre der Haushalt dann natürlicherweise ausgeglichen. Diesen Weg wollen wir gehen. Bei den Sachkosten etwas reduzieren und rechnerisch das etwas risikofreudiger angehen. Zweites Thema, eine wunderbare Sache. Jetzt am kommenden Sonntag werden wir merken, was sich im Bereich Bahnverkehr für die Stadt Jena jetzt schon verbessert. Es hat ja vor einigen Wochen die Ankündigung des Bundesverkehrsministers gegeben, die unter dem Stichwort Deutschlandtakt verarbeitet wird. Da sind deutliche Verbesserungen auch für den Bahnstandort Jena möglich. Ganz konkret werden jetzt am Sonntag mit Fahrplanwechsel einige neue Züge erstmals durch Jena fahren. Ganz konkret um 12.36 Uhr, das übrigens auch als herzliche Einladung, wenn Sie vorbeischauen mögen, in Göschwitz. 12.36 Uhr kommt der erste IC aus Gera an, der dann rüber ins Ruhrgebiet fährt, auf der Mitte-Deutschland-Verbindung. Eine wunderbare Errungenschaft auch für die Stadt Jena, dass da der Fernverkehr auf dieser Achse, auf dieser Trasse wieder da ist. Auch am Sonntag, 5 Minuten später, um 12.41 Uhr, wird der neue FTX nach Leipzig fahren.
Das ist ein Zug, den das Land bestellt hat. Insofern geht da schon jetzt mein herzlicher Dank vor allem an den Ministerpräsidenten, an die Landesregierung, der sich seit langem dafür eingesetzt hat, dass genau diese Verbindung wieder steht. Damit ist Jena auch in Nord-Süd-Richtung, also Nordrichtung Leipzig, in Richtung Berlin dann mit einmal umsteigen, wieder an den Fernverkehr angeschlossen. Und wenn man dann noch den dritten Zug dazu nimmt, der jetzt am Sonntag dann etwa eine Stunde danach kommt, nämlich ein Doppelstock-Regionalexpress nach Halle. Und wenn man dann weiß, dass da mit einer zweistündigen Vertaktung jeweils am Ende eine einstündige Gelegenheit besteht, entweder über Leipzig oder Halle nach Berlin mit nur einem Mal umsteigen zu kommen, dann sind wir am Fernverkehr wieder dran. Das ist nicht die verlorene ICE-Verbindung, völlig klar, aber es ist wieder ein Teilnehmen am Fernverkehr. Und wir sind ja gerade an der Bahnhofsdiskussion, wie klären wir das in der Stadt dabei, noch weitere Verbesserungen in Zukunft zu realisieren. Also da meine herzliche Einladung, wenn Sie mögen, am Sonntag 12.36 Uhr am Bahnhof Göschwitz. Ja, und eine dritte Sache, kleines Thema, aber sehr, sehr schönes Thema. Da halte ich mal kurz einen Ausschnitt aus den heutigen Zeitungen, einen Ausdruck hoch. Herr Professor Schubert. Mit Herrn Professor Schubert haben wir jetzt, genau genommen ab nächstes Jahr April, da findet die Auszeichnung statt, den Hochschullehrer des Jahres in der Stadt. Er wird ausgezeichnet vom Deutschen Hochschulverband, zum einen für seine wissenschaftlichen Leistungen, unter anderem und vor allem im Bereich Batterieforschung, aber auch für sein Engagement im Kulturbereich und im Völkerverständigungsbereich, nämlich mit der Orchesterakademie, die viele von Ihnen sicherlich kennen, die schon seit Jahren internationale Künstler, Musiker zusammenbringt, um hier gemeinsam zu proben und gemeinsam Konzerte aufzuführen. Aus 90 Nationen weltweit. Das gäbe es nicht ohne Professor Schubert. Und das ist mal wieder einer der Fälle, wo man sagen kann, bestimmte Köpfe in der Stadt zu haben oder sie nicht zu haben, macht einen Unterschied. Ich freue mich, dass wir Professor Schubert in unserer Stadt haben, zum Nutzen und Wohle der Universität und zum Nutzen und Wohle der Stadt. Ja, drei Nachrichten für diesen Freitag. Das soll es für heute auch gewesen sein. Dann wünsche ich Ihnen allen, wie immer, ein schönes Wochenende, diesmal auch einen wunderschönen zweiten Advent. Und wenn Sie mögen, sehen wir uns Ende nächster Woche zum Freitag wieder. Bis dahin, machen Sie es gut.